Finale. Oh, und damit willkommen zurück zu KOTOR, liebe Leute. Wir sind hier im finalen Part. Würde ich jetzt mal so sagen. Mal sehen, ob ich das umsetzen kann. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und danke wie immer für eure Unterstützung, für die Likes, die Kommentare und alles. Habt ihr nicht gesehen. Wow. Was zum Geier? Einfach mal so ein paar Ringe hier platziert, oder wie? Dafür lohnt es sich zu leben. Das ist ja frech. Das ist jetzt ja frech. Jetzt bekommt ihr das und ihr braucht. Ah, klar. Diese Dreckviecher. Computersonde. Darf ich hier mal kurz den anderen Weg noch überprüfen? Ja, wie gesagt, ich werde ja dieses Mal das Spiel abschließen, hoffe ich. Und beide Enden zeigen, die es da gibt. Dafür muss ich halt noch ein bisschen nachspielen, aber das mache ich dann. Ich mache erstmal das gute Ende, was ich natürlich die ganze Zeit angestrebt habe, wie ihr euch denken könnt. Wo geht's denn jetzt hier noch weiter, sag mal? Ich sehe keine Mine, aber hier sind wahrscheinlich welche. Ja, natürlich. Kein Problem. Ist immer knarzt hier. So, ich gehe mal einfach hier weiter. Ich habe so das Gefühl, die führen beide zum selben. Ja, es sieht so aus, als wäre es einfach nur ein Gabelgang. Hallo. Thanks. Hey. Geh kaputt. Zap, zap, zap. So einfach geht das. So, habt ihr was? Nö. Sag mal, das sind ja noch mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, die Gänge laufen einfach zusammen. Sehr gut. Das ist schon ganz schön viel Weg hier noch immer. Und das sind noch mehr von den Blöden. Ja. Ja, ja, mach dir mal. Hier ist es. Dafür lohnt es sich zu leben. Ist hier halt. Die haben jetzt alle. Oh, Regenerationsstimulanz. Eieiei, was ist das denn? Das sehe ich hier das erste Mal. Und Kristall Damino. Östliche Tür. Ich glaube, das ist total egal, wo wir lang gehen. Deck 2. Ja. Ich könnte wetten, das führt eh beides zusammen jetzt. Malak. Du Schwein. Warum stört ihr mich? Es gibt Neuigkeiten, Lord Malak. Über die Jedi. Ah, die Jedi. Haben meine Droiden den Test bestanden? Sind unsere Feinde tot? Nein, Lord Malak. Die Droiden konnten sie nicht stoppen. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Jedi den Angriff einer Armee von Kampfdroiden der Sternenschmiede überleben würden. Es war Revan, Lord Malak. Euer alter Meister ist einer der Jedi. Er ist hier auf der Sternenschmiede. Ja. Das würde das Versagen der Droiden erklären. Die Macht war schon immer stark in Revan. Nun gut. Schickt alle verfügbaren Truppen. Und die Schüler. Glaubt ihr, dass sie Revan stoppen können, Lord Malak? Natürlich nicht. Aber sie werden Revan aufhalten. In der Zwischenzeit kann ich die Defensivsysteme der Sternenschmiede aktivieren. Endlich werden wir erfahren, wozu diese Raumstation wirklich in der Lage ist. Ein mächtiger Jedi wie mein alter Meister ist ein sehr interessantes Testobjekt. Ja, einfach mal alle opfern. Das kann er. Oh ja, da sitzt sie wieder.
Macht mal langsam. Falls uns doch hin. Ja, da kenne ich jetzt nichts. Ich räume dir einfach alle so weg. Eieieiei. So, mal ein Gemetzel hier. Jetzt haben wir uns echt mit dem ganzen Deck hier auf einmal angelegt, ja? Und ihr braucht... Ja? So, kann ich eigentlich nochmal jetzt hier mit Canaris noch ein bisschen bequatschen? Was liegt an? Erzählt mir mehr über die Mandalorianischen Kriege. Der Krieg, den wir gegen die Republik führten, war wohl der ruhmreichste Kampf unserer Geschichte. Aber er kam uns teuer zu stehen. Uns war gar nicht bewusst, wie viel wir dabei verlieren konnten. Wie viele habt ihr verloren? Die letzte Schlacht haben nur wenige von uns überlebt. Mandalore starb durch den Jedi Revan persönlich. Selbst der Beste von uns konnte ihn nicht bezwingen. Nach dieser letzten Schlacht mussten unsere Überlebenden ihre Waffen, ihre Rüstung und ihre Basilisken abgeben. Die Truppen der Republik zerstörten sie und zwangen uns dabei zuzusehen. Wer nicht vorher geflohen war, dem blieb nichts. Keine Waffen, keine Rüstung, nur die Ehre, an einer verlorenen Schlacht teilgenommen zu haben. Für viele von uns war das noch nicht alles. Während der Rest in den Outer Rim ins Exil geschickt wurde, versuchten sie, die alten Tage wieder aufleben zu lassen. Welten überfallen. Sie sind heute nichts weiter als Banditen. Oder Kopfgeldjäger. Und so kommt ihr schließlich nach Taris. Ja, dann kam ich nach Taris. Als Vollstrecker für Davik zu arbeiten, war nicht gerade stimulierend. Die Banden auf Taris und Daviks Rivalen waren nur Abfall. Diese Leute erzeugten keine Spannung. Sie zu besiegen war keine Ehre. Es war eher so, als trete man auf ein paar Käfer. Ich suchte wirkliche Herausforderungen, doch selbst das Beste, was Taris zu bieten hatte, reichte mir nicht. Doch jetzt an eurer Seite finde ich hoffentlich wieder Gegner, die einen Kampf wert sind. Ja, und so schließt sich der Kreis. Der Kreis. Ihr seid ein würdiger Gefährte. Vielleicht erzähle ich euch später mal, wie das war, wenn man für Davik arbeitete. Doch jetzt sollten wir erst einmal weitermachen. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Im Moment nicht. Auch gut. Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Ja, mal sehen, ob ich die Quest noch fertig kriege. Ich glaub's jetzt ehrlich gesagt nicht. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Ihr sprach zuvor von eurer Frau? Ich will nicht darüber reden. Tut mir leid, vielleicht können wir ja später drüber sprechen. Vielleicht, aber eher nicht. Auf dem Ohr bin ich taub. Na, schade. Schade. Wie gesagt, wir werden nicht mehr sehr viel Zeit haben mit den beiden. Dass er jetzt bald vorbei ist. Aber ja, gut. Ich hab getan, was ich konnte. Ich hatte Jolie eigentlich die ganze Zeit dabei. Oh, Chain-Gun-Stellung. Okay. Ich geh erstmal hier rüber. Na, kleiner Schiffstrooper. Oh. Hallöchen. Meine Güte. Kann ich mal kurz an den Computer jetzt hier bitte? Rausgeklickt. Verflucht. Oh, und ich habe auch keine Machtkräfte gerade. Was? Replikatorbehälter. Lass mal gucken. System wird geladen. Computer hacken. Ja, komm. Was? Generiere leichte Kampfrüstung. Generiere schwere Durastil-Rüstung. Generiere individuelle Jedi-Kleidung. 21 Sonden. Erstmal die Geschütze deaktivieren. Oh, das waren schon einige. Ist das vielleicht die Rüstung, von der ihr gesprochen habt? Ist das die von Revan, die Rüstung? Da bin ich mal gespannt. 21 Sonden waren es nur. Ich dachte, das wären viel mehr. Und? Sternenschmiederoben. Klar. Ist das die jetzt von Revan ursprünglich? Was haben wir sie denn? Sternenschmiederoben. Verteidigung 5, Maxgeschicklichkeit 8 und alle Rettungswürfe plus 2. Helle Seite, Weisheit 5. Oh. Geschaffen durch die geheimnisvolle Technologie der Sternenschmiede, fokussiert diese Robe ihre Macht mit der des Trägers
um ihre Energie aufzuladen. Obwohl die Sternenschmiede selbst ein Artefakt der dunklen Seite ist, analysiert die Robe nur die Eigenschaften des Trägers. Sie ist also auch für einen Diener des Lichts ein mächtiges Artefakt. Ein Jedi kann sie tragen, ohne von der dunklen Seite verführt zu werden. Geil, Leute. Und 5 Weisheit auch noch dazu. Warum kann ich sie nicht... Hallo? Beschränkt helle Seite. Ich bin helle Seite. Nein, bin ich nicht gut genug, oder was? Oh nein, ich bin... Doch, ich hab sie doch an. Hä? Ja doch, ich hab sie an. Aber wie gut, da kann Jolie jetzt die andere anziehen. Nee, warte mal. Helle Seite. Er ist keine helle Seite. Oh, wie gut. Jetzt sehe ich aus wie ein Sandläufer, also so ein Sandmensch. Oh, krass, Leute, ich hab sie. Die beste Robe im Spiel. Jetzt wieder so einer angewetzt. Nerviger kleiner Typ. Mach mal halblang hier. Nicht schon wieder. Das war gut jetzt. Oh, Kinder, was ist denn hier los? Klar. Ja, gerade kommt keiner. Ich rede vielleicht nochmal mit Jolie, vielleicht... Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Ihr sprach zuvor von eurer Frau. Ich will nicht darüber reden. Ich möchte ja nicht neugierig sein, aber... Du bist neugierig. Auch wenn du es gut meinst, mein Privatleben geht dich nichts an. Ich sag dir was. Wenn du erstmal so alt bist wie ich... Hast du selbst eine lange, lange Liste von Erinnerungen. Wenn du Glück hast, sind es nur schöne Erinnerungen. Vielleicht sind aber auch ein paar schlechte dabei. Und wenn du Pech hast, sind sie so schrecklich, dass du nicht darüber reden willst. Dann wirst du fortgehen. An einen Ort, an dem es keine Erinnerungen gibt. Und dort wirst du glücklich sein. Du wirst vergessen und vergessen werden. Hm, das würde ich niemals tun. Oder seid ihr deswegen nach Kashyyyk gegangen? Ja, auch. Ich könnte dir meine Beweggründe nicht erklären, selbst wenn ich wollte. Nur eine Frage. Warst du jemals verliebt? Ich spreche von wahrer Liebe, nicht von einer kleinen Schwärmerei. Nun, Exakt. Dein Leben fängt gerade erst an. Du wirst Frauen treffen, vielleicht viele Frauen. Aber wenn du Glück hast, wirst du dich genau einmal verlieben. Die übervorsichtigen Jedi würden dir raten, die Liebe zu meiden. Zum Glück weiß jeder, in dem ein bisschen Leben steckt, dass das Unsinn ist. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich Jolie mag? Irgendwie auf einmal? Ja, schon ein paar Mal. Das habe ich mir schon immer gedacht. Die Liebe führt nicht zur dunklen Seite. Leidenschaft kann Zorn und Furcht auslösen. Und sie kann kontrolliert werden. Aber Leidenschaft hat nichts mit Liebe zu tun. Deine Leidenschaft kontrollieren zu wollen, das sollten wir tunlichst vermeiden. Denn die Liebe selbst wird dich retten, nicht verdammen. Ah, aber was rede ich da? Was weiß ich schon von der Liebe? Ich bin nur ein alter Mann, der früher einmal ein Jedi war. Doch das ist vorbei. Oh. Hm. Nein, ich möchte hören, was ihr zu sagen habt. Wirklich? Bist du sicher? Ich würde nicht allzu viel auf mein Geschwätz geben. Ich finde nur, dass man die schönen Dinge des Lebens nicht meiden sollte, nur weil sie mit Problemen verbunden sind. Die Liebe kann schmerzlich sein. Sicher? Vermutlich verursacht sie sogar mehr Leid als Freude. Ich bin sicher, dass es die perfekte, die ewige Liebe gibt. Ich weiß nur nicht wo. Dein Umgang mit den Schattenseiten der Liebe bestimmt deinen Charakter. Und den Einfluss der dunklen Seite. Hm. Was geschah also mit euch und eurer Frau? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht darüber reden will. Finde deine eigene Liebe, wenn es dich so sehr interessiert. Aber ich sag dir was. Egal wie sehr man es auch versucht, manchmal sind zwei Liebende einfach nicht füreinander bestimmt.
Wenn das der Fall ist, muss man wissen, wann es sich zu kämpfen lohnt und wann man sich trennen sollte. Ich philosophiere schon wieder herum. Los, brechen wir endlich auf, bevor ich hier noch Gedichte aufsage. Verdammt nochmal. Haben wir das jetzt fertig? Immer noch nicht. Ach, Kinder, komm. Aufzugtür. Oh, da geht's jetzt ins nächste. Kommandozentrale. Das könnte schon das Ende sein. Lass mal das Gequatsche jetzt mal. Meister, warum habt ihr mich gerufen? Ohne meine Kampfmeditation können die republikanischen Großkampfschiffe bis zur Sternschmiede selbst vorstoßen. Unser Gespräch dauert nicht lange, Bastila. Ihr könnt eure Kampfmeditation gleich fortsetzen. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Revan auf der Sternenschmiede ist. Revan? Aber... Die Macht führt uns in den Kampf mit meinem einstigen Meister. Endlich haben wir die Chance, all unsere Feinde an einem einzigen Tag zu vernichten. Vernichtet Revan und beweist, dass ihr würdig seid, meine Schülerin zu werden, Bastila. Beendet, was im Tempel der Rakata begann. Ja, Lord Malak. Ich fühle eure Angst, Bastila. Aber sie ist unbegründet. Die Macht der Sternenschmiede wird die dunkle Seite in euch stärken. Sie gibt euch die Kraft, einen einstigen Meister zu vernichten. Bleibt in der Kommandozentrale und setzt eure Kampfmeditation gegen die republikanische Flotte ein. Irgendwann wird Revan euch hier finden. Ja, Meister. Ich werde euch nicht enttäuschen. Oh Mann. Das ist so ein Feigling, oder? Erst die ganzen Schüler gegen uns einsetzen, jetzt noch Bastila. Vielleicht werdet ihr triumphieren, Bastila. Doch selbst wenn ihr versagt, bleibt mir genug Zeit, die Defensivsysteme der Station zu aktivieren. Und dann werden wir sehen, ob Revan den Zorn der Sternenschmiede trotzen kann. Genau, was ich sagte. Du bist so ein Feigling. Schon wieder noch mehr. Okay, noch mehr. Ob euch das irgendwas bringt, euch die Schilde da anzumachen. Stirb! Ich zeig's dir. Oh, jetzt hänge ich auch noch irgendwie dieser dummen Granate fest. Es ist alles hier nur noch Tant, was ich aufheben kann. Ich könnte auch die ganze Zeit Granaten werfen, aber... Nee, lass mal. Nee, Plasma. Oh, Bastila. Da sind wir ja schon. Revan, ich wusste, dass ihr kommt. Ich werde euch niemals aufgeben, Bastila. Ich weiß, dass ihr noch immer gerettet werden könnt. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich habe erkannt, wie die Jedi wirklich sind. Schwach und verängstigt. Die Sith sind die wahren Herren der Macht. Diese Lektion habt ihr vergessen, Revan. Jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Hier auf der Sternenschmiede ist die Macht der dunklen Seite besonders stark. Dieses Mal werdet ihr mich nicht besiegen. Oh, das ist wieder so ein Solo-Fighter. Alles klar, Bastila. Tja, dann komm mal her. Aua. Jetzt weiß ich, warum Malak euch gefolgt ist. Auch wenn ihr nur noch ein Abklatsch eures früheren Selbst seid, ihr seid immer noch ein hervorragender Gegner. Es ist unvorstellbar, über welche Macht ihr als dunkler Lord verfügt haben müsst. Was für ein Narr, der all dies hergibt, um der hellen Seite zu dienen. Ihr seid von der dunklen Seite verschlungen worden, Bastila. Könnt ihr nicht sehen, dass euch das zerstört? Die dunkle Seite verleiht mir mehr Stärke denn je. Meine Beherrschung der Macht ist größer als die der meisten anderen Jedi-Meister. Und wenn Malak mich erst in die größten Geheimnisse der Sith eingeweiht hat, kann ich noch mehr von meinem Potenzial abrufen. Dann sind mir kaum noch Grenzen gesetzt.
Malak wird niemals zulassen, dass ihr so mächtig werdet. Er wird euch zuvor töten. Habt ihr die Methoden der Sith schon vergessen, Revan? Wer weiß, vielleicht fordere ich ja meinen Meister heraus. Wenn ich es wert bin, wird er das nicht überleben. Dann bin ich der neue Sith-Meister. Dann werde ich selbst einen Schüler haben und der Kreislauf beginnt von vorn. Das ist der Weg der Sith. So stellen wir sicher, dass wir immer die stärksten und wertvollsten Führer haben. Ihr verdammt euch selbst zu einem ewigen Kreislauf aus Tod und Verrat. Nein, Revan. Ihr seid dem Untergang geweiht. Was? Schon wieder? Siehst du es auch nicht ein, oder? Ihr werdet müde. Ich kann es spüren. Eure Stärke nimmt ab. Die helle Seite lässt euch im Stich, während die Energie der Sternschmiede meine Kräfte auffrischt. Es ist bald vorbei. Meine Stärke verlässt mich nicht, Bastila. Die dunkle Seite führt euch in die Irre. Die dunkle Seite wird immer über das Licht triumphieren. Malak bürgt für meinen Sieg. Ihr könnt mich hier auf der Sternschmiede nicht besiegen. Es geht nicht. Die will es halt echt immer weiter versuchen, ne? Oh, ich gebe mal so ein Regenerationskit. Oh, 30. Halt mich das jetzt über längere Zeit? Nee, warte mal. Ja, Lebenserhaltungskit. Zieb. Ach, Bastila. Hier, halt mal auf jetzt. Das. Oha. Nein, das ist nicht möglich. Ihr habt die dunkle Seite zurückgewiesen. Ihr seid ein schwacher und jämmerlicher Diener des Lichts. Und doch kämpft ihr immer noch. Warum kann ich euch nicht besiegen? Jetzt könnt ihr erkennen, warum, dass die helle Seite nicht so stark ist wie, was die dunkle Seite nicht so stark ist wie die helle Seite. Ja, ich glaube, es ist wahr. Ich bin euch nicht gewachsen. Bitte, wenn ihr das, was wir einst teilten, noch nicht vergessen habt, lasst mich nicht leiden. Macht es schnell. Es gibt keinen anderen Weg. Ich könnte euch niemals vernichten, Bastila. Was bleibt euch denn anderes übrig? Ich bin der dunklen Seite verfallen. Ich bin die Schülerin des dunklen Lords. Ihr könnt mich nicht verschonen. Ja. Ihr könnt euch von der dunklen Seite lösen, Bastila. Kehrt zur hellen Seite zurück. Nein, ich bin nicht stark genug. Ich habe mittlerweile zu viel Wut in mir. Zu viel Hass und Angst. Ich finde keinen Frieden mehr in der Macht. Ja, dann nutzt unser Band. Nehmt eure Stärke von mir. Ihr wart immer stärker als ich. Ich habe das mehrfach gesagt. Vor eurem Schicksal fühlte ich mich immer hilflos. Ihr wart Revan und ich durfte es euch nicht sagen. Es war qualvoll. Noch schlimmer, ich begann mehr für euch zu empfinden. Ich habe mich dafür gehasst. Selbst jetzt spüre ich eure Stärke. Das hilft mir. Ich danke euch. Ich bin jetzt auf den Tod vorbereitet, wenn ihr es seid, der meinem Leben ein Ende setzt. Ich liebe euch, Bastila. Ich kann euch niemals aufgeben. Ihr liebt mich? Es gab mal eine Zeit, da sehnte ich mich nach diesen Worten und fürchtete sie zugleich. Ich liebte euch ebenfalls, aber eurem früheren Selbst hätte ich nie entgegentreten können. Malak wusste, wie ich fühlte. In mir wäre auch der letzte Funke Licht erloschen, hätte ich euch besiegt. Aber wozu ist die Liebe gut? Sie kann nicht verhindern, dass ich im Meer der Finsternis ertrinke. Ich habe alles verraten, woran ich glaubte. Wie kann ich das je wieder gut machen? Helft uns, die Sith zu besiegen, Bastila. Dadurch tut ihr Buße für alles, was ihr getan habt. Ja, ich könnte mich an eurem Kampf gegen den dunklen Lord beteiligen. Das allein würde nicht gut machen, was ich getan habe. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie könntet ihr mir trauen? Woher wollt ihr wissen, dass ich es mir nicht anders überlege, wenn ihr Darth Malak gegenübersteht? Wie könnt ihr sicher sein, dass euch die dunkle Seite kein zweites Mal verrät? Ich vertraue euch genug, um mich nicht gegen einen Angriff von euch zu verteidigen. Ihr spielt ein gefährliches Spiel.
Wollt ihr dieses Risiko wirklich eingehen? Mit einem einzigen Schlag meines Laserschwerts könnte ich euer Leben beenden und mir Malaks Gunst sichern. Das werdet ihr nicht tun, Bastila, weil ich euch liebe und an euch glaube. Ihr seid mutig. Manch einer sagt, ihr seid verrückt. Aber ihr habt recht. Die dunkle Seite hat mich noch nicht vollends geblendet. Ich könnte mein Schwert nicht gegen euch erheben. Ihr werdet nicht eher ruhen, bevor Malak besiegt ist, das ist sicher. Ihr wollt vom dunklen Lord der Sith zum Retter der Galaxis werden. Ihr habt gesagt, dass ihr mich liebt. Vielleicht ist es nicht gerade der beste Zeitpunkt, aber ich liebe euch auch. Von ganzem Herzen. Na, oh, habt ihr keine Angst, mehr zu lieben? Nach all dem? Nein. Nichts kann mir mehr Sicherheit geben, als von euch geliebt zu werden. Ihr müsst gehen. Malak wartet. Es ist noch nicht vorbei. Für keinen von uns. Ich sollte besser hierbleiben. Wenn wir Malak gegenübertreten, könnte seine dunkle Präsenz mich überwältigen. Es wäre unklug, mich dieser Versuchung auszusetzen. Ihr könntet eure Kampfmeditation verwenden, um die Flotte der Republik zu unterstützen. Ja, das wäre wohl das Beste. Um Malak zu besiegen, braucht ihr mich ohnehin nicht. Jetzt weiß ich, dass ein wahrer Jedi jedem Sith gewachsen ist, selbst dem dunklen Lord persönlich. Ich bleibe hier und unterstütze die republikanische Flotte mit meiner Kampfmeditation. Nur mit meiner Hilfe kann sie die Sternschmiede vernichten und der Bedrohung durch die Sith ein Ende bereiten. Geht und sucht Malak, aber ihr müsst euch beeilen. Wenn es mir gelingt, die Schlacht zugunsten der Republik zu beeinflussen, bleibt uns nicht mehr viel Zeit zur Flucht, bevor die Sternschmiede zerstört wird. Viel Glück, Liebster. Und möge die Macht mit euch sein. Oh. Sehr gut. Wie wäre es erstmal damit, die Trägerschiffe zu zerstören, alle? Besser das Medikit. Ja, komm, hau ich mir erstmal da rein. Zip. Na, ja, nicht das Antidot. Nein, nein. Ja, komm, noch eins. Ich will jetzt keine Macht verschwenden dafür. Puh, okay, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Wo geht's denn raus? Da nicht, so wie es aussieht. Oh, da hinten komme ich gar nicht drüber. Über den Arm. Hier vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hier? Wo ist er denn rausgegangen, der olle Malak? Nee, hier nicht. Also da oben komme ich nicht raus. Also hier dann. Puh, da ist die Tür. Und ich habe noch ein paar Stimulantien. Tja, Malak. Was? Stachelkiste Typ B? Ist leer. Terminal Typ B, abmelden. Generator inaktiv. Hä? Stachelkiste Typ A? Was ist denn hier los?
Generator inaktiv. Ach so, es ist, glaube ich, zum Erschaffen dieser ganzen Dinge hier, hä? Stachelkiste. Na du Arsch. Ein langweiliges Spiel, Revan. Ihr seid mir ein Dorn im Auge, seit ich euch den Titel des Dunklen Lord aus den Händen riss. Es war ein Fehler, herzukommen, Revan. Die Sternenschmiede verstärkt meine Herrschaft über die dunkle Seite noch. Hier habt ihr keine Chance gegen mich. Und dieses Mal werdet ihr nicht entkommen. Ihr seid es, der nicht entkommen kann, Malak. Ergebt euch und vielleicht werden ihr die Gnade walten lassen. Ach, so nennt ihr das. Ihr glaubt wirklich, euch eure Kräfte und eure Identität zu rauben, war ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit, Revan? Da würde ich ja lieber sterben. Ich wurde aus der Dunkelheit errettet, Malak. Ihr könnt ebenfalls gerettet werden, wenn ihr das wünscht. So klingt ein wahrer Sklave des Jedi-Kodex. Erspart euch eure Predigt, Revan. Die fruchtet bei mir nicht. Ihr seid ein unbedeutendes Stück Dreck, das ich nicht mal mehr wahrnehme. Ich habe euch in jeder Beziehung überflügelt und erreicht, was ihr nie geschafft habt. Ich habe das ganze Potenzial dieser Rakata-Anlage entfesselt. Ihr habt ja keine Vorstellung von den Kräften hier drin. Sogar die Wände selbst vibrieren voll dunkler Macht. Und nun, mein früherer Meister, werde ich euch von der Sternenschmiede selbst vernichten lassen. Ach na toll, du Feigling. Oh, cool. Dafür ist das gut. Alles klar. Schmiededruide. Helle Seitepunkte erhalten. Ja, gut. Hallo, kann ich vielleicht mal laufen? Eine Sonde. Generator deaktivieren. Oh. System knacken, um einen Druiden zu erschaffen. Aha. Damit ist das Ding auch kaputt. Ja, guck mal, die es angewackelt kommt. So. Ich will noch einen. So, so. Ich mach das mal eben, ja. Oh Leute, der Part, der wird echt lang, merke ich gerade. So. So ein paar Erfahrungspunkte noch cashen. Mist, ich habe gar nicht mehr für alles genug Sonden, merke ich gerade. Oh doch, da sind ja welche drin. Cool. So, noch eine Sonde. Hey, da kann ich ja alle übernehmen. Und mir einen Druiden erschaffen. Ja, ihr macht das schon. Meine kleinen Minions. Also ich weiß ja auch nicht, was er sich davon erhofft, Malak, aber... Irgendwie war das jetzt ein bisschen Luschenaktion von ihm.
Sehr gut. So, wenn ich die jetzt noch mitnehmen könnte, das wäre super. Was? Aufzugstür nochmal? Ja, nochmal speichern vielleicht. Ach, Malak. Die Fabrik. Du bist schon eine Wurst. Ich heile mich vielleicht nochmal. Zip. Das ist gut. Oh, da hat der Jedis in der Stase. Gut gemacht, Revan. Ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Die helle Seite ist stärker, als ihr denkt, oder? Genug der Worte, bereiten wir dir mein Ende. Ihr seid kein Bock mehr. Gut aus, Revan. Genau wie ich. In Ordnung. Ihr sollt euren Willen haben. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. Du bist so ein feiger Hund, ne? Oh, dunkle Seitepunkte? Okay. Oha. Hey. Oha, das stört ihn gar nicht. Upsi. Oh, das stört ihn gar nicht. Das ist ja krass. Uah. Oh, du bist ein Widerlicher. Hey. Warte mal, mit den Jedis war doch irgendwas. Warte mal. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ja, kriegt der. Aber Malak offensichtlich nicht. Hey, jetzt. Oh, was? Ihr verblüfft mich immer wieder, Revan. Wenn ihr damals die wahre Macht der Sternenschmiede entdeckt hättet, ihr wärt wirklich unbesiegbar geworden. Aber ihr wart ein Narr. Alles, was ihr sehen konntet, war eine enorme Fabrikanlage. Eure Fantasie reichte nicht weiter als bis zu einer unendlichen Sternenflotte, die das Imperium überrollte. Ihr wart blind, Revan. Blind und dumm. Kommt ihr mal zum Punkt? Die Sternenschmiede ist weit mehr als nur eine Raumstation. In gewisser Weise ist sie ein lebendiges Wesen. Sie hat Hunger. Und sie ernährt sich von der dunklen Seite in uns allen. Schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dantooine angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt, was noch an Macht in ihnen steckt und führt mir diese dunklen Kräfte zu. Boah. Ihr könnt mich nicht besiegen, Revan. Nicht hier auf der Sternenschmiede. Nicht, solange ich die Macht all dieser Jedi anzapfen kann. Und sobald ihr besiegt seid, werde ich das Gleiche mit euch anstellen. Ihr werdet in einer schrecklichen Existenz zwischen Leben und Tod gefangen sein. Und eure Macht wird mich stützen. Na toll. Wollen wir mal sehen. Genau, die Dinger muss ich kaputt machen. Aha. Das wollen wir mal sehen. Aua. Lass mich in Ruhe.
Muss ihn doch irgendwie ablenken können. Wo ist der Cursor? Oh oh. Warte mal, ich gebe mir mal ein bisschen Geschwindigkeit. Sieht jetzt zwar ein bisschen doof aus, aber... Aua! Haha, da hinten ist er erst. Kann ich mich ja erstmal in Ruhe hochheilen. So, und jetzt. Haha, Revan, du bist zu langsam. Das waren sie alle, oder? Komm, wie man langsam hinterher trottet. Du Trottel! So, warte mal, ich mach das jetzt einfach mit ein paar Minen. Oh, hab ich die nicht abgelegt? Za, 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 za. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Bäh. Unklug. So. Was macht er denn jetzt? Oh toll, der klaut mir einfach meine Kräfte. Nicht geklappt. Was? Malak, uncool. Wo kommst du mal? Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ja, der liebe Malak nämlich. Nicht geklappt. Hier. Wir sind aber die Macht wieder entfernt, aber das wäre nicht so schlimm. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Aha. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ich mach die Feiglingsmethode, aber ist mir egal. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Oh nein! Geh weg, du böser Kerl! Wie er auch immer so nah auf ist, der Kerl. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Na Malak, wie sieht's aus? Hol mich doch. Oh, warte mal, wenn das nicht... Magst du vielleicht den Blitz lieber, ha? Magst du den Blitz, Malak? Magst du den? Du Arsch, ha? Da gibt der kleinen Beil. Unmöglich. Niemand kann mich besiegen. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Roll nicht so rum. Das ist der Weg der dunklen Seite, Malak. Alle Dinge enden mit dem Tod. Ihr verbreitet immer noch... immer noch die Weisheit der Jedi, wie ich höre. Vielleicht steckt doch mehr Wahrheit in ihrem Kodex, als ich je geglaubt habe. Aber ich frage mich trotzdem, was wohl passiert wäre, wenn unsere Rollen vertauscht gewesen wären. Wenn das Schicksal bestimmt hätte... dass ich in die Hände der Jedi gefallen wäre. Hätte ich zur hellen Seite zurückkehren können wie ihr? Wenn ihr mich gar nicht erst auf dem Pfad zur dunklen Seite geführt hättet, was wäre dann wohl mein Schicksal gewesen? Es tut mir leid, dass ich euch auf diesen Pfad führte, aber ihr habt euch dazu entschlossen, ihn weiter zu verfolgen. Ich nehme an, das dürfte stimmen. Ich allein bin verantwortlich für mein Schicksal.
Ich wollte der oberste Lord der Sith sein, der Beherrscher der ganzen Galaxis. Aber dieses Schicksal war mir nicht bestimmt, Revan. Euch vielleicht, aber niemals mir. Und zum Schluss, da nun die Dunkelheit mich umfängt, bin ich ein Nichts. Tja, was für ein Satz am Ende noch, oder? Ich bin ein Nichts. Tschüss. Da seid ihr ja. Was ist geschehen? Es gab keinen Weg, ihn zur hellen Seite zurückzubringen. Ich musste ihn eliminieren. Es war auch nicht zu erwarten, dass er sich erlösen lässt. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt daran gedacht habt. Aber noch sollten wir nicht feiern. Mit Hilfe meiner Kampfmeditation ist es der Republik gelungen, die Linien der Sith-Flotte zu durchbrechen. Die großen Schiffe sind in Feuerreichweite. Und das bedeutet, dass wir hier raus müssen, bevor uns der gesamte Komplex um die Ohren fliegt. Alle anderen sind schon auf dem Schiff. Los, lasst uns gehen. Wir haben Ihre Hauptorbitalstabilisatoren getroffen. Alle Mann zurück. Ich möchte keine Schiffe verlieren, wenn diese Raumstation untergeht. Wir haben es geschafft, Wanda. Die Sith sind besiegt und die Sternenschmiede ist zerstört. Aber um welchen Preis, Admiral? Wo ist die Ebon Hawk und ihre Besatzung? Malak besiegt, die Sternenschmiede zerstört und den Geist der Sith gebrochen. Daher ist es mir eine Ehre, euch dieses Abzeichen zu überreichen. Die höchste Auszeichnung, die von der Republik verliehen wird. Von Coruscant bis zum äußersten Ende des Outer Rims werdet ihr als der Retter der Republik gefeiert. Im Namen des Jedi-Rats, der Galaxis und der Republik möchte ich euch für euer Handeln danken. Wir Jedi müssen uns jetzt einer anderen Aufgabe in der langen und großartigen Geschichte unseres Ordens widmen, dem Bezwingen von Revan, dem verlorenen Ritter. Ihr werdet überall als der Retter der Galaxis erkannt werden. Der Held unserer Zeit. Aber ihr müsst wachsam bleiben. Denn eines Tages müsst ihr möglicherweise erneut die Ehre der Republik gegen die dunkle Seite verteidigen.
Das ist das Schicksal des Jedi. Ja, Leute, und das war's. Das war das gute Ende. Das schlechte Ende werde ich gleich noch hinten dran schneiden. Ich muss hier leider die Musik entfernen, weil da gibt's wieder Probleme mit YouTube. Das weiß ich jetzt schon. Also ja, Dankeschön fürs Zusehen an der Stelle. Ich werde dann wahrscheinlich den schlechten Teil auch noch kommentieren, mal sehen. Oder ich werde es einfach zusammenschneiden, wie ich da Bock drauf habe. Danke fürs Liken und Kommentieren die ganze Zeit. Ich würde mich freuen, ihr seid auch weiterhin hier auf dem Zweitkanal und auf dem Hauptkanal natürlich dabei. Wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga, macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. So, ihr wolltet noch das schlechte Ende sehen? Bitteschön. Kommt sofort. Revan, ich wusste, dass ihr kommt. Malak glaubte, ihr würdet euch scheuen, den Tempel erneut zu betreten. Aber er kennt euch nicht so gut wie ich. Nicht mehr. Nicht seitdem ihr euch geändert habt. Arsch, Bastila, kommt mit uns. Wir müssen entkommen, bevor Malak auftaucht. Fliehen? Ihr versteht nicht richtig. Ich habe Lord Malak und den Sith Treue geschworen. Ich bin kein Diener des Rates mehr. Ein Scherge des Rates der Jedi? Wovon redet ihr? Ihr wisst genau, was ich meine, Revan. Schaut doch nur, was der Rat aus euch gemacht hat. Eine Marionette. Das Gleiche, was er mit allen anderen anstellt, die stark in der Macht sind. Sie sprechen dort von der dunklen Seite, als müsse man sie fürchten. Doch in Wahrheit wollen sie nur jene manipulieren, die stark in der Macht sind. Die Furcht vor der dunklen Seite ist lediglich ein Instrument der Kontrolle. Warum, glaubt ihr, haben die Jedi euch und Malak untersagt, an den Mandalorianischen Kriegen teilzunehmen? Weil sie wussten, dass ihr dann euer wahres Potenzial erkennen und euch von ihrer Bevormundung lösen würdet. Malak hat mir gezeigt, dass der Jedi-Rat mich auf die gleiche Art benutzt hat, wie er es mit euch einst versuchte. Man hat mich zurückgehalten, weil man wusste, dass ich sie eines Tages alle überflügeln werde. Es hat nicht lange gedauert, euch zu bekehren, was? Ich wusste ja schon immer, dass ihr schwach seid. Zunächst widersetzte ich mich. Ich ließ die Folter der Sith mit der leidenschaftslosen Gelassenheit einer wahren Jedi über mich ergehen. Doch nach einer Woche schier endloser Qualen erkannte ich endlich die Wahrheit. Malak zwang mich, meine Wut und meine Schmerzen anzuerkennen. Er demonstrierte mir die befreiende Kraft dieser Gefühle. Dann zeigte er mir, wie der Jedi-Rat mir vorenthielt, was mir rechtmäßig zustand. Der Jedi-Rat griff in seinen Kriegen gerne auf meine Kampfmeditation zurück, behandelte mich aber ansonsten wie ein Kind, wie eine Untergebene. Man war neidisch auf meine Macht, auf das, was aus mir werden könnte. Ich sollte mich verbeugen und sie Meister nennen, ihrem Kodex und jedem Befehl folgen. Doch in der Zwischenzeit beuteten sie meine Kampfmeditation für ihre eigenen Zwecke aus. Ich bin Revan, der dunkle Lord. Kniet vor mir, Bastila. Ihr wart mal Sith-Meister, Revan, aber das ist lange her. Jetzt seid ihr ein Diener des Jedi-Rates und der Republik, der sie alle dienen. So wie ich, bis Malak mich von diesen Fesseln befreite. Es ist eine Schande, dass eure frühere Macht so verwässert wurde. Ihr könntet so stark sein, wie ich es heute bin. Stärker noch. Aber das wird niemals mehr geschehen. Mit der Macht der Sternenschmiede wird Malak die Republik vernichten und die Galaxis erobern. Und ich werde die Schülerin an seiner Seite sein, wenn ich meinen Wert beweisen kann und euch umbringe. Ja, ja, ja. Jetzt wollen wir mal sehen. Ihr seid stärker, als ich es für möglich gehalten hätte, nach all dem, was der Rat der Jedi euch angetan hat. Wie es scheint, hatte Malak Unrecht. Die Macht der dunklen Seite ist für euch nicht endgültig verloren, Revan. Jetzt erkennt ihr die Macht des wahren dunklen Lords. Ja, Revan. Ich war da, als ihr in der Falle, die der Rat aufstellte, fast gestorben wärt. Ich benutzte die Macht, um euer Leben zu retten. Durch meine Aktionen auf der Brücke sind wir auf ewig miteinander verbunden. Der Rat versuchte, dieses Band für sich zu nutzen. Man hoffte, eure Erinnerungen würden mich zur Sternenschmiede führen. Doch in unseren Visionen von den Sternenkarten spürte ich die Macht des Gifts in euch. Ihr seid der wahre Meister der Sith, nicht Malak. Das erkenne ich jetzt. Gemeinsam können wir euren früheren Lehrling besiegen.
Kommt zu mir und nehmt eure verlorene Identität wieder an. Wie kann ich meine alte Identität zurückerlangen, wenn ich mich nicht einmal mehr daran erinnere? Euer Geist war so schwer beschädigt, dass sich nicht alle Erinnerungen wiederherstellen ließen. Aber eure Stärke, eure Willenskraft, die Essenz dessen, wer und was ihr seid, diese Dinge werden immer bleiben. Vor langer Zeit habt ihr dem Rat der Jedi getrotzt, seine Herrschaft abgeschüttelt und den rechtmäßigen Titel eines dunklen Lords der Siths angenommen. Gemeinsam können wir Malak besiegen und euch zurückgeben, was euch gehört. Ja, zusammen können wir über die Galaxis herrschen. Hör mir zu. Die dunkle Seite bedeutet Tod und Zerstörung. Ich habe gesehen, was die Sith dieser Galaxis angetan haben. Wende dich von ihnen ab. Schweigt, alter Mann. Eure Zeit ist abgelaufen. Das Zeitalter der Jedi und der Republik ist Vergangenheit. Nun beginnt das Zeitalter von Darth Revan und den Sith. Tu das nicht, Kind. Wenn es sein muss, werde ich gegen dich kämpfen. Auch wenn es mich das Leben kostet. Dann muss ich euch eliminieren. Ja, mit dem Blut der Opfer weihen wir diesen Tempel den Sith. Erst mit dem Tod der Jedi ist die Wiedergeburt des Darth Revan vollständig. Ja, und jetzt geht's erstmal ans Töten. Was soll das? Johani? Haben die mich einfach mal betäubt? Lass das uns schnell erledigen. Ich zeig's euch schon. Dein Ende sagt. Oh oh. Ein. Ich hätte die beiden nicht so stark machen sollen. Hier bin ich. Ich kann es spüren. Oh, jetzt hat er mich schon wieder betäubt. Sag mal. Das ist schwerer, als ich dachte, gegen die beiden. Das kann ein Jedi. Ja? Haha! Jetzt reicht's aber mal. Ihr könnt nicht gewinnen. So, endlich. Soll ich mir noch meinen Kram wieder, der mir auch gehört, natürlich? Hallo? Ich kann die Überreste nicht nehmen. Ja? Ihr müsst den Energieschild um den Tempel deaktivieren, bevor wir gehen können. Auf der Tempelspitze befindet sich ein Computer, der den Zugang zu den Stromgeneratoren regelt. Damit lässt sich auch das Störfeld ausschalten, das die Sternenschmiede schützt. Geschieht das nicht, würde die Aben Hawk beim Versuch, den Planeten zu verlassen, unweigerlich abstürzen. Dann machen wir das. Und da geht's zur Aben Hawk und mal sehen, wer noch zu uns steht in Zukunft. Und wer nicht mehr. Bastila, ihr lebt. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Für einen Moment habe ich geglaubt, wir würden euch nie wiedersehen, als Malak seine... Moment mal, wo sind Johorny und Jolly Bindo? Sind sie in Ordnung? Was ist im Inneren dieses Tempels geschehen? Ja, ich trage nun erneut den Titel des Darth Revan. Verneigt euch vor mir. Was? Wovon redet ihr? Der Jedi-Rat ist gescheitert, Karth. Darth Revan wurde wiedergeboren. Gemeinsam werden wir Malak vernichten. Die Kontrolle über seine Flotte übernehmen und dann die Republik in die Knie zwingen. Johorny und Julie waren nicht bereit, sich dem neuen Herrscher der Sith anzuschließen. Sie sind an ihrer eigenen Dummheit gestorben. Und jetzt schwört eure Treue zu Darth Revan oder ihr seid des Todes. Nein, wir dienen der Republik. Ihr seid keinen Deut besser als Malak. Wir haben nie jemandem Treue geschworen, der der dunklen Seite dient. Wenn ihr euch mir widersetzt, Karth, werde ich euch zerstören.
Wartet, Lord Revan. Karth spricht nur für sich und nicht für die anderen. Er wird noch merken, dass er hier alleine steht. Die Droiden werden euch auch weiterhin dienen, Revan. Sie sind darauf programmiert, ihrem Herrn zu gehorchen. Und vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere, der sich uns anschließt. Die Republik ist dem Untergang geweiht. Revan ist zurückgekehrt. Wer ist bereit, dem wiedergeborenen dunklen Lord die Treue zu schwören? Ihr seid Revan und ich folge euch überall hin. Ich stehe auf eurer Seite, gegen wen ihr auch kämpft. Mandalorianer hegten nebenbei bemerkt noch nie große Sympathien für die Republik. Helle Seite, dunkle Seite. Für mich macht das keinen Unterschied, Revan. Ich bleibe bei euch, komme, was da wolle. Mischen, wie ist es mit dir? Ich sah, was die Sith Taris angetan haben. Jeder, der der dunklen Seite dient, ist böse. Bigzet, Karth und ich sind uns einig. Ihr müsst den Sith auch nicht helfen, Mischen. Nicht, solange ich hier bin. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war, euch in diesen Tempel gehen zu lassen. Ich vor allem hätte das kommen sehen müssen. Erst Saul Carath, jetzt ihr. Langsam werde ich zu einem Experten in Sachen Verrat. Aber ihr könnt mich weder durch Taten noch durch Worte dazu bringen, die Republik zu verraten. Ich werde nicht überlaufen und auch nicht tatenlos zusehen, wie ihr ein zweites Mal zum Herrscher der Sith aufsteigt, Revan. Ihr habt keine Chance gegen uns alle, Karth. Lauft, Mischen! Los! Schnell! Lasst ihn gehen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen die Sternschmiede übernehmen und Malak ausschalten. Danach können wir uns um die Republik kümmern. Oha. Nein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Ihr seid jetzt alleine, Mischen. Schwört mir Loyalität. Nein, ich werde nicht einfach tatenlos zusehen. Du musst mich töten. Aber das wirst du nicht tun. Du bist der dunklen Seite nicht verfallen. Nicht ganz. Du willst mich nicht töten. Nicht, solange ich dich nicht angreife. Ihr liegt falsch, Mischen. Ich bin der dunkle Lord. Spürt meinen Zorn. Oh nein, ich muss Mischen jetzt echt töten. Ich will Mischen nicht töten. Hier sei es. Oh nein, die arme Mischen. Gut gemacht, Lord Revan. Sie war schwach, ihr sie hat es verdient. Genauso rücksichtslos wie Malak in seinen besten Tagen. Und jetzt schnell. Wir müssen zur Sternenschmiede und den Usurpator vernichten. So, auf zur Sternenschmiede. Die Flotte der Republik muss die Nachricht erhalten haben, die Karth schickte, als wir auf dem Planeten aufschlugen. Vielleicht können wir ihre Anwesenheit zu unserem Vorteil nutzen. Wenn Malak durch den Angriff abgelenkt wird, sollten wir nah genug an die Sternschmiede herankommen, um anzudocken und den dunklen Lord zu bezwingen. Admiral von Dodonna an Eben Hawk. Empfangt ihr unser Signal? Admiral Dodonna, hier spricht Bastila Shan vom Orden der Jedi. Wir sind auf Empfang. Es tut gut, eure Stimme zu hören, Bastila. Wir dachten, wir hätten euch verloren, als wir von Karth erfuhren, dass euch Malak gefangen genommen hat. Die Jedi, die mich vom dunklen Lord befreien sollten, haben gute Arbeit geleistet. Karth hat die Mission allerdings nicht überlebt. Sein Verlust ist ein harter Schlag für die Republik. Er wäre in diesem Kampf wichtig gewesen. Wir wollten uns gerade zurückziehen. Die Sternenschmiede fügt uns schwere Verluste zu. Haltet durch, Admiral. Ihr müsst die Sternschmiede angreifen, sonst verwenden die Sith ihre Macht, um die Republik zu zerstören. Ich versuche mein Bestes, aber wir können den Angriff nicht mehr lange fortsetzen, es sei denn, ihr wendet das Blatt mit eurer Kampfmeditation. Das ist Master Vandar. Mehrere Jedi-Ritter unter seinem Befehl haben sich der Flotte angeschlossen. Mit Bastilas Macht könnt ihr den Kampf vielleicht gewinnen, Admiral, aber wenn Malak entkommt, wäre alles umsonst. Die Sternenschmiede zu zerstören ist nebensächlich. Erst muss der Bedrohung durch die Sith ein für alle Mal ein Ende gesetzt werden. Was schlagt ihr vor? Ein paar Jedi-Ritter könnten die Sith-Blockade angreifen und an der Station andocken. Wenn sie Malak aufspüren können, können wir der Bedrohung durch die Sith ein Ende setzen. Für immer. Ich befehle der Flotte, weiter anzugreifen und euren Jägern Deckung zu geben, aber was ist mit Bastila und ihrer Kampfmeditation? Bastila, ihr und der Padawan solltet uns begleiten. Wir benötigen die vereinte Macht unseres gesamten Ordens, um Malak bezwingen zu können.
Wie ihr wünscht, Master Vandar. Und möge die Macht mit euch sein. Diese Narren, sogar Master Vandar hat nicht erkannt, dass ihr eure Identität als Dunkler Lord wiedererlangt habt. Einige Jedi und die Streitkräfte der Republik werden für die nötige Ablenkung sorgen, wenn wir euren ehemaligen Schüler bezwingen. Und sobald wir Malak überwältigt haben, kann ich mit meiner Kampfmeditation und der Macht der Sternenschmiede die Flotte der Republik bezwingen. Alle unsere Feinde werden an einem einzigen ruhmreichen Tag vernichtet werden. Ihr habt uns gerufen, Lord Malak? Bastila hat mich verraten. Ich muss mich nach einem neuen Nachfolger umsehen. Nach jemandem, der mich eines Tages beerben wird. Von allen dunklen Jedi, die mir die Treue geschworen haben, seid ihr drei die mächtigsten. Einer von euch wird mein neuer Schüler werden, wenn er sich als würdig erweist. Sagt mir nur, was ich tun soll, Meister. Revan ist auf der Sternenschmiede, um sich seinen Titel zurückzuholen. Wartet hier auf ihn. Wer auch immer meinen ehemaligen Meister vernichtet, soll mein neuer Schüler sein. Wir werden euch nicht enttäuschen, Meister. Bastila, es war töricht, den Meister zu hintergehen. Und nun kehrt ihr auch noch zur Sternenschmiede zurück. Töricht sind nur die, die Malak noch immer folgen. Öffnet eure Augen und erkennt den wahren Lord der Sith. Revan ist zurückgekehrt. Revan ist nichts. Malak hat sich seinen Titel verdient, als er seinen alten Meister besiegte. Und nun werde ich Malaks neuer Schüler, indem ich dasselbe tue. Es sieht nicht gut für uns aus. Die gesamte Sith-Flotte reagiert umgehend auf jede unserer Strategien. Jäger- und Trägerschiffe sind in perfektem Einklang. Ich habe noch nie solch eine militärische Präzision erlebt. Ich schon, aber nicht von den Sith. Es scheint fast... Nein! Bastila verwendet ihre Kampfmeditation gegen uns. Was? Unmöglich! Sie ist auf unserer Seite.
Nicht mehr, Admiral. Ich habe schon bemerkt, dass Bastila sich verändert hat. Aber ich dachte, ich fühlte nur die Gegenwart der Sternenschmiede selbst. Nun erkenne ich, dass ich mich geirrt habe. Bastila hat sich der dunklen Seite zugewandt, Admiral. Ihr müsst Order zum Rückzug geben. Das geht nicht. Es scheint unsere einzige Chance zu sein, die Sternschmiede zu zerstören. Wir können jetzt keinen Rückzieher machen. Das geht einfach nicht. Dann werdet ihr verlieren. Revan, ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Genug der Worte, bereit mit ihm am Ende. Ihr seid auf Blut aus, Revan. Genau wie ich. In Ordnung. Ihr sollt euren Willen haben. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. Unmöglich. Niemand kann mich besiegen. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Nein, Malak, Sith-Meister bin ich. Ja, ich kann es nicht mehr leugnen. Ihr seid derjenige, der es verdient, der dunkle Lord zu sein. Ihr wart es, der die erste Sternenkarte auf Dantooine gefunden hat, Revan. Ihr habt uns bei der Suche nach der Sternenschmiede angeführt. Ich folgte euch lediglich nach. Ich habe versucht, euch die Herrschaft zu entreißen, den Titel des Sith-Meisters zu stehlen. Jetzt verstehe ich. Das ist eure Bestimmung, Revan, nicht meine. Ihr. Ihr seid Darth Revan, Lord. Lord der Sith. Und ich. Ich bin ein Nichts. Der Schüler hat seine letzte Lektion endlich gelernt. Und so endet es, wie es schon immer enden musste. Im Dunkeln. Muhahaha. Trägerschiff verloren. Es ist hoffnungslos. Alle Truppen der Republik zurück! Zurück! Jetzt ist es zu spät, Admiral. Die Sith sind uns in die Quere gekommen. Eine Flucht ist unmöglich. Dann ist die Republik verloren. Malak ist erledigt. Der Rückkehr von Darth Revan, dem wahren Lord der Sith, steht nichts mehr im Wege. Seid gegrüßt, Lord Revan! Seid gegrüßt, Lord Revan! Seid gegrüßt! Die Sith verneigen sich vor euch. Ihr habt euren rechtmäßigen Thron wieder zurück. Der Jedi-Orden ist zerbrochen.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sith sie gänzlich aus der Galaxis entfernen. Die Flotte der Republik ist stark geschwächt und die Kernwelten können sich uns nicht länger widersetzen. Ja, das war's dann, Leute. Das war das schlechte Ende oder das böse Ende noch. Schlecht war es ja jetzt nicht wirklich. Ich danke euch nochmal fürs Zusehen. Danke für die Likes, die Kommentare und bleibt mir gerne treu. Es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Projekt wieder mal sehen. Ich bin der Bruger. Ich bedanke mich und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.